Hast du das Video gesehen, wo ich dir ein Hundegesicht auf den Arsch gemacht habe? Ja. da muss man halt Filter drauf setzen. Auch dafür gibt's Filter oder so. Ja. Passt. Großartig. Auf geht's. Ich bin jetzt angucken, wie viel zu viel. Kein Mädchen mehr. Ist so. Jesus. Raps for Jesus. Ich hab versucht hier, und sieht das daran, dass ich mir so Hilfen schaffe, denn hier 12, da 12. Stark, Wilko. Das ist eine Eselsbrücke. So, unser Midline-Part heute. Ja, mittlerweile sollten wir so eine kleine Stahl-Midline entwickelt haben, ja. Da will ich euch auf jeden Fall hinbringen, wenn das nicht der Fall ist. E-Mom 12. Wir arbeiten nur mal die Hälfte der Zeit. Wir haben drei verschiedene Übungen, das heißt, wir machen das viermal. Ja? So, 30 Sekunden Follow Rocks in der Übung Nummer 1. Und ich habe etwas gelernt, die nächsten Übungen sind nicht alle basierend auf den Hollow. Holt. Also eine nicht. Das war zwei von drei Hollow Positions. Ja, das ist dann so. Schwund ist überall. Zweite Übung. Kommt aber die rückwärtige Seite. Auch das gehört natürlich zum Midline dazu. Unsere Bird Dogs 30 Sekunden. Und dann haben wir, ja, hallo, Position. Flutter Kicks 30 Sekunden. Aber da gibt es Tricks. Entschuldigung. Metcon danach, MRAP 12, mehr Pressing. Wir haben Object Strict Press, links. Dann haben wir Burpee Step Ups, 10 wieder oben. Dann 10 Object Strict Press mit der anderen Seite, rechts. Und 10 Hand Release Push-Ups. Also sehr pressed. Nice! Ja, so dicke Arme, dicke Brust geben. Das, was wir wollen. Danach Cooldown, davor unser Warm-Up. Damit geht's jetzt los. Ja. Okay! Übung Nummer 1 aus dem Warm-Up. Wir haben 5 Lock Rolls. Ja, ganz geile Übung, um die Midline schön erstmal fit zu bekommen. Darum geht's in diesem Warm-Up. Ja, meistens. Wir haben Hollow und Was ist denn? Dann machen wir weiter. Hollow und Superman Position. Ja, die im Wechsel durchspielen mit. Hast du nicht gesagt, wir machen heute nicht so viel Hollow? Ja, aber dann müssen wir vorbereiten. Mann. Mit nicht so viel Bein. Auf schwere Deadlifts bereitet man sich vor, aber nicht auf Flutterkicks. Wir haben vielleicht eine Übung, die nicht Hollow ist. Das heißt, wir machen nicht so viel. Wie sonst. So. Superman Position starten, wir drehen uns um, haben die Hollow Position. Ja, hier schön gecrunched, Beine hoch, Arme hoch, ja, und das halten wir dann. Geh zurück, Superman Position und da wollen wir schön die Oberschenkel vom Boden wegkriegen, Brust vom Boden wegkriegen. Und wenn ihr wieder in dieser Ausgangsposition seid, habt ihr einen Rap. Dann in die andere Richtung, zack, zurück, ja, zweite wieder hoch. Ihr wollt euch nur aus der Spannung heraus drehen, ja? Hier schön die Hüfte schwingen lassen, rumschwingen lassen und nicht eben die Arme mit benutzen, ja? Okay. So. Je. 10 Straddle Leg Raises. Richtig? Ja. Yep. So. Dafür wollen wir praktisch auch eine Art Hollow-Position. Du bist so eine perverse Sau, ey. Aber ein bisschen anders ist es schon. Wir sitzen. Ja, schwerer. Ja, schwerer. Okay, das ist so. Ja, wir haben Straddle-Position, das heißt, die Beine sind auseinander. Und dann können wir hier ein bisschen spielen mit der Intensität. Es ist nur ein Warm-Up, deswegen macht es nicht allzu krass. Ja. Es wird krasser, indem wir hier weiter nach vorne gehen. Es wird ein bisschen leichter, indem wir nach hinten gehen. Was wir wollen, ist praktisch hier die Beine einmal hochbringen, packen auf den Boden. Hoffentlich kriegst du einen Krampf. Kurz davor. Aber den Krampf hatte ich mit Morgen schon mal Socken. Nina! Zwei Ibus eingeworfen. Zwei Ibus. So, es wird schwieriger, indem man weiter nach vorne geht. Es wird unmöglich, wenn ihr weiter nach vorne geht. Da ist es leichter, wenn ihr hinten seid. Und ihr wollt die Spannung behalten und die Kontrolle behalten. Und wenn ihr merkt, ihr macht das hier, dann ist es nicht das, was wir wollen. Ja, dann geht weiter zurück und dann hier sauber arbeiten. Gut, das ist die zweite Übung. 10 Reps davon. Und die dritte, der Klassiker, Push-Up to Down Dog. Da schon mal ein bisschen dran gedacht, was in dem Workout dann passiert. Ja, ein Liegestütz machen und dann Stretch.
Wie immer können die Beine leicht gebeugt sein. Hauptsache, hier oben könnt ihr schön durchtauchen. Davon macht ihr 3 Runden. Na, 5 von den Lock Rolls, 10 von den Straddle Leg Raises und 5 Push-Up to Down Dog. Damit jetzt starten und dann geht's weiter. Yes! Good! Good! So, unser E-Bomb als Midline-Part, 12 Minuten, erste Übung ist Hollow Rocks. Ach, ich bin denken können. Alter. Das ist ja nicht, dass ich die Reihenfolge vergesse. Ich vergesse die ganze Übung. Ich vergesse manchmal, wo ich bin. Das war übrigens Wein am Wochenende. Und Kekse. Ganz viele Kekse. So. Muss das teilen. Hollow Rocks. Was machen wir? Hollow Position haben wir mittlerweile so oft durchgekaut. Ja, wir gehen da wieder rein. Und dann wollen wir praktisch hier aus der Spannung heraus bewegen. Kurz über den Rücken, Teil über die Hüfte rollen, schön dynamisch halten. Wir wollen da keine Punkte haben, wo irgendwo stecken bleiben, indem wir hier ins Hohlkreuz fallen. Ja, das ist so unrund. Ja? Wir wollen hier wirklich schön einen Crunch haben in den ganzen Bereichen. Eine Runde, indem wir die Bauchmuskeln hier zusammenziehen. Und dann können wir es dann gut durchbewegen. Sollte das nicht so gut klappen, könnt ihr schon mal hier etwas die Arme nach vorne nehmen und die Position dann durchspielen. Oder nur den Hollow Hold halten. Ja, auch das geht dann ganz gut. Beine können auch angebeugt sein. All das könnt ihr machen, was euch hilft, diese Spannung hier zu halten. Wenn ihr ab irgendeinem Punkt merkt, ihr verliert die Spannung im Bauch und klappt auseinander, dann macht es keinen Sinn, sich da weiter in dieser Position zu halten oder zu bewegen, sondern macht es durchaus Sinn, eine Skalierung zu wählen. Die muss ja auch nicht von Anfang an sein, aber da könnt ihr nach und nach dann das Movement leichter gestalten, weil wenn ihr dazu gezwungen seid, von hier reinzugehen, wird es ja trotzdem anstrengend sein, weil ihr weiterhin den Hollow Hold oder den Hollow Rock halten könnt. Das ist die Hauptsache. Nächste Übung. Bird Dog. Puh. Das ist ein Erfolg. So, Bird Dog. Wir gehen einmal in diese Position. Knie flach über den Boden. Also nicht hier in die so eine Art Bear Crawl Position halten, sondern wirklich flach rein. Und von hier wollen wir dann den linken Arm nach vorne und rechtes Bein nach hinten. Ist das richtig? Ist dein Workout wirklich gut? Dein Workout, dein Leben, dein Glück. Ich glaube, die Übung gibt es auch mit abgelegten Knie, aber ich würde es lieber so machen, weil es deutlich schwieriger ist zu halten. Und ihr solltet nur kurz reingehen und dann wieder in die andere Position schwimmen. Falls das zu schwierig ist, könnt ihr auch hier dann, wie gesagt, Knie ablegen und in die Position reingehen. Aber ich finde das mal ganz nett, wenn wir es ein bisschen schwieriger gestalten, weil ihr einfach deutlich mehr Gesamtspannung halten müsst in dieser Position. Na, könnt ihr mal gucken, was ihr machen wollt. 30 Sekunden die Bewegung durchspielen. Das müssen nicht mega viele Reps sein. Lieber Qualität und ein bisschen schauen, dass ihr die Balance haltet dabei. Ja? Nächste Übung. Flutterkicks. Mann, ey. Es wird nicht besser, oder? Nee, es wird überhaupt nicht besser, Wilko. Okay, nächste. Dafür gehen wir wieder in Hollow Hold. Surprise, Motherfucker. Sind an der Nähe des Gesäßes, unterstützen noch so ein bisschen die Position und dann wollen wir hier Beine bewegen. Ja? Und das dann für 30 Sekunden. Auch hier schön crunchen und Spannung halten und nicht irgendwie hier weit zurücklehnen oder zurückkreuz kommen, sondern da ist überall Spannung drauf. Trick ist, ein bisschen langsamer bewegen, aber durchbewegen. Denn dann kann ich das länger durchhalten. Erfahrungsgemäß, wobei 30 Sekunden auch schon echt tough sind. Schafft ihr. Ja? Das Ganze macht ihr dann 4-mal. Immer 30 Sekunden Arbeit, 30 Sekunden Pause. Wenn ihr eine kleine Pause zwischendurch braucht, dann macht ihr wirklich nur ganz, ganz gering, dass ihr den größten Teil der 30 Sekunden arbeitet. Oder passt das Movement wie bei den Hollow Rocks zum Beispiel an und hört mit dem Rock auf und haltet nur noch. Oder passt halt die Bewegung an, indem ihr weit nach vorne geht, bei den Bird Dogs vielleicht Knie auf den Boden setzt. All das kann helfen, das ein bisschen leichter zu gestalten. Gut, jetzt pausieren, loslegen.
Workout. Ein M-Rap 12 Minuten. Wir haben String Press mit einem Object. Das kann jetzt alles sein. Entweder der Rucksack. Ich sag Blumen. Nee, das klappt heute nicht. Also wahrscheinlich ein Rucksack oder was anderes. Kann aber ein Dumbbell, eine Kettlebell und so weiter sein. Ja? Irgendwas, was ihr einarmig bewegen könnt. Ich sag Blumen, ist schlecht. Ja? Wir nehmen mal hier unseren Setback, weil der ist so ähnlich wie ein Rucksack. Hat auch hier so zwei Griffe, ja, wie die Gurte von einem Rucksack. Na, da könnt ihr jetzt zum Beispiel durchgreifen, durch beide mit einer Hand. Hier vorne halten, in der Front Rack Position oder dann hochdrücken. Rap. Ja. Achtet ein bisschen drauf, dass ihr richtig sauber arbeitet, ja, wirklich nur drückt und nicht dir irgendwie noch einen Push mitgeht, also nur aus dem oberen Bereich des Körpers rausdrücken, alles andere ist stark unter Spannung. Und wenn ihr ein Gewicht wie dieses habt, mit Gurten, mit irgendwas anderem, wo ihr das fixieren könnt, dann versucht eine Front Rack Position zu halten, die vergleichbar ist mit einer Kettlebell. Das bedeutet, dass ihr hier praktisch ein V mit eurem Körper bildet, weil das Objekt meistens da gut drauf ablegen kann, auf diesem Bereich. Ja, und dann seid ihr hier nah am Schlüsselbein mit eurer Faust und drückt raus. Wenn ihr eine Dumbbell habt oder irgendwas, was halt Dumbbell ewig zu führen ist, könnt ihr natürlich auch so arbeiten, dass diese auf der Schulter teilweise ablegt. Ja, da müsst ihr nicht dran sein mit der Faust, sondern vor eurer Schulter und drückt von hier raus. Ja. In jedem Fall komplett strecken. Manchmal ist das so, wie jetzt hier bei diesem Sandbag, dass das oben ganz schön wackelt. Ist das so? Ist so. Und das ist ganz schlecht. Ja. Was jetzt zum Beispiel beim Jerken oder Push Press schwierig sein könnte, wenn wir da dynamisch reingehen, weil das Gewicht zu träge ist oder ganz schön hier nochmal reindrücken kann, ist jetzt hier nicht so extrem. Und weil wir es ausbalancieren müssen, muss unsere Muskulatur noch deutlich mehr ausgleichen, mehr arbeiten. Und das gibt uns einfach auch hier noch ein paar andere Trainingsreize. Und das führt dazu, dass auch eher leichtere Gewichte relativ anspruchsvoll zu bewegen sind. Von daher kann das eher ein Vorteil sein, wenn wir halt im String Press arbeiten. Ja. 10 Wiederholungen links. Nächste Übung ist unser Burpee Step Up. Dafür vorher ein Objekt sein, wo ihr raufsteppen könnt, was safe ist. Ja, also hier unser Beispiel freischwebender Stuhl. Blöd. Ja, sondern irgendwas Stabileres. Na. Kann aber auch vielleicht eine Mauer sein oder sowas. Du guckst schon wieder so. Ja, wir machen Burpee. Runterspringen, ablegen, hochspringen oder runtersnappen, hochsnappen oder mixen, was auch immer. Und dann ist es kein Jump, sondern Step-Up heute. Auf die Box, komplett strecken, runterkommen, nächsten Burpee. Ich mache das bei solchen Sachen ganz gerne, dass ich, wenn es über Effizienz gesprochen ist, ein bisschen weiter wegsteppe von der Box, wenn ich rauf war. Sprich, ich steppe dich hier einfach dicht runter, weil dann muss ich auch noch einen Schritt zurückgehen, sondern steppe schon weit nach hinten, damit ich Platz habe, direkt in den nächsten Burpee reinzugehen. Ja? Genauso kann man jetzt ransteppen, dicht ran, und dann mit dem anderen Bein drauf. If he dies, he dies. Das erste Video heute, ich bin nicht so frisch. Also die Möglichkeiten habt ihr. Wenn ihr raufsteppt, steppt beim ersten Rap mit links rauf, mit dem nächsten Rap, beim nächsten Rap mit rechts. Alternieren, arbeiten dort. Ja. 10 Wiederholungen. Danach Strict Press mit dem anderen Arm, 10 Reps. Und als letztes haben wir dann unsere Hand Release Push-Ups. Hier ist wichtig, dass wenn ihr runtergeht, die Hüfte in der Luft bleibt. Ja, sonst ist es bei den meisten Leuten mehr oder weniger so ein Burpee, den ihr da macht. Ja. Ich zeig's mal. Also, ihr geht runter. Jetzt bin ich mit der Brust auf dem Boden. Lass los und kann hier noch drunter fassen. Und drück wieder raus. Weil sonst passiert häufig das hier, dass ihr euch ablegt und dann hier hochschiebt, wie bei einem Burpee. Und das ist deutlich weniger anstrengend als ein normaler Push-Up. Ja, so soll es sein, so soll es nicht sein. Ja. Ihr könnt die zweite Variante nutzen, wenn der normale Push-Up für euch ein bisschen zu schwer sein sollte. Dann könnt ihr das natürlich gerne machen und so ein bisschen über den Körper schieben. Ja. Aber in jedem Fall heute versuchen hier wie so eine Bahnschranke runterzugehen und nur nach oben dann zu helfen, wenn es nicht anders geht. Und nicht auch wieder runter schon die Füße früh aufzusetzen. So werden wir es heute mal machen. Ja? Die vier Übungen, oder drei Übungen, ja? Die Strict Press links, 10 Reps, 10
Burpee Box Step-Ups, dann 10 Strict Press rechts und 10 Handknees Push-Ups. Jetzt einmal pausieren und loslegen mit dem 12 Minuten M-Rap. Top! So, Cooldown habe ich mir gemerkt. Es geht los mit dem Pec Stretch. Den macht ihr an der Wand, Türzarge, wo auch immer. Ja, so dass ihr hier irgendwas habt, wo ihr schön reingehen könnt, abstützen könnt und in die andere Richtung bewegen könnt. Na, da braucht ihr ein Objekt für, meistens so eine Tür ganz gut dafür. Und dann stretcht ihr den Bereich schön auf. Ja, hier schön öffnen. Das Ganze für circa eine Minute halten, wie immer. Plus minus, so dass ihr merkt, okay, der Muskel zieht sich ein bisschen in die Länge, nimmt Spannung raus praktisch und dann wechselt ihr einfach die Seite. Danach geht's auf die Knie und ihr wollt einen Triceps Stretch machen. Dafür hier Hand einmal auf den Rücken legen, dass der Ellbogen hier so maximale Höhe hat und dann mit der anderen Seite noch ein bisschen nachziehen. Dass ihr hier schön den Stretch spürt, das auch so circa für eine Minute halten. Dann wechseln. Und dann seid ihr durch, Freunde. Wir sehen uns morgen mit einer Menge weiteren Blödsinn wieder. Du machst die Leute wärmer für Flutterkicks, als ich mich für Deadlifts.